Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, zu der Veranstaltung heute Abend, die in Kooperation mit der jüdischen Gemeinde im Rahmen der jüdischen Filmtage hier stattfindet. Die jüdischen Filmtage finden noch bis zum 18. September in diversen Kinos der Stadt statt. Und draußen gibt es Programme, wo Sie sehen können, was es noch alles Weiteres zu sehen gibt. Ich freue mich, dass wir heute Abend einen besonderen Gast hier haben, Janine Meerapfel mit ihrem neuen Film Eine Frau. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich hier begrüßen. Genau, herzlich willkommen. Und wie ich jetzt eigentlich schon mitbekommen habe, muss ich Sie, glaube ich, gar nicht groß vorstellen, weil doch sehr viele Freunde, Bekannte, irgendwie Leute hier im Publikum sitzen, die Sie auch noch von früher oder auch von anderen Zeiten kennen. Genau, weil Janine Meerapfel hat hier in Frankfurt auch nicht sehr lange, aber immerhin ein intensives Jahr gelebt. Sie hat an der in der Filmklasse oder Hochschule für Gestaltung in Ulm, dort an der Filmklasse für Gestaltung irgendwie gelernt. Das war eigentlich die erste Filmschule Deutschlands, wenn man so will. Und bei Alexander Kluge damals und bei Edgar Reitz. Es sind auch noch einige andere hier im Publikum, die damals mit ihr zusammen studiert haben. Dann eine Gruppe von 6 Leuten ist dann nach dem Studium oder Ende des Studiums, sie haben dann die Hochschule verlassen, sind hier nach Frankfurt gekommen, haben ein Filmkollektiv gegründet, haben zusammen in einer Wohnung gewohnt und haben im Prinzip einen Film gedreht, am Amazonas, und daraus ist später dann auch noch Zwickel auf Bezickel entstanden. Und genau, also das ist sozusagen der Frankfurt-Bezug. Natürlich hat Janine Meerapfel, sie ist dann danach nach Berlin gegangen, hat zwischendurch auch in Köln an der KHM unterrichtet und ist jetzt seit 2015 Präsidentin der Filmakademie, der Akademie der Künste in Berlin. Und natürlich Filmemacherin, Autorin, Produzentin und hat sehr viele Filme in Deutschland, in Argentinien, sogar in Griechenland gedreht. Und genau, ich glaube, viel mehr möchte ich jetzt erstmal nicht sagen. Herzlich willkommen und genau. Vielen Dank, Natascha. Ich wollte nur Hallo sagen, dass ich wirklich hier bin. Dass ich mich bedanke, dass ihr mich eingeladen habt und den Film eingeladen habt. Und natürlich ist es heute FF, Familie und Freunde. Und ich finde das wunderschön, dass ihr alle da seid. Auch meine alten Kollegen aus Frankfurt, Reinhard Kahn und andere, die wir sind einen langen Weg gegangen gemeinsam. Und nun über diesen Film, wenn Sie mögen, können wir nachher reden. Das ist ein Versuch und ich hoffe, dass Sie den Versuch miterleben können und dass wir nachher ein bisschen darüber reden können. Danke, dass ihr da seid und bis nachher. So, ich würde jetzt mit so ein, zwei Fragen anfangen. Genau, du beschreibst ja am Anfang sehr schön so diese Schwierigkeiten. Du hast diese Hinterlassenschaft deiner Mutter, was auch nicht sehr viel ist, und hast das immer wieder umgezogen und überlegst, wie, was macht man mit den Sachen, wie archiviert man die, wie archiviert man Erinnerungen. Und genau, und du hast jetzt für dich eine sehr schöne, interessante Form gefunden, eben damit umzugehen. Was war das für ein Prozess? Wie bist du dazu gekommen, diese Form zu wählen? Ja, das entsteht so, was mich interessiert seit vielen Jahren, ist die Frage des Gedächtnisses. Wie gehen wir mit dem historischen Gedächtnis um? Wie gehen wir aber auch mit unserem privaten Gedächtnis
um und was behalten wir, was behalten wir nicht. Und wie verändern sich auch die Erinnerungen im Lauf der Zeit? Das sind die Themen, die eigentlich mich seit sehr lang verfolgen. Und ich wollte unbedingt mit dem ganzen Material etwas machen, was ich noch nicht ausprobiert hatte in der Form eines Essays, wie ein literarischen Essen, eigentlich ein literarischer Film. Ich bin nicht die Erste, die sowas macht. Das hat Marguerite Duras gemacht, Menschen, die ich sehr bewundere, oder Chris Marquin in seinen wunderbaren Filmen. Das heißt, es ging mir darum auch um die Frage, wie kann ich so erzählen, dass es zwar eine ganz persönliche Geschichte ist, aber keine private Geschichte. Verstehst du, der Unterschied ist sehr wichtig hier, weil das Persönliche, das ist das, was wir sehr genau kennen, das können wir erzählen. Privat wäre es anders. Das wäre, wenn ich dir die 8mm Filme, die ich gefunden habe, vorführe und dazu Anekdoten erzähle. Mhm. Genau, und deswegen wahrscheinlich auch der Titel, dass du den Film einfach eine Frau genannt hast und jetzt nicht Malou oder... Ja, es geht darum, dass wir, jeder von uns hat Geschichten zu erzählen und jeder von uns hat Erinnerungen, sei es familiäre oder persönliche Erinnerungen. Und wie stehen die in Bezug auf die Milliarden anderer Erinnerungen von den Milliarden anderen Menschen auf der Welt? Wie stehen die Geschichten zu der großen Geschichte mit Groß G? Ne? Und wie kann man anhand einer Familie oder der Geschichte einer Frau erzählen, was da auch historisch geschehen ist? Und wie geht man damit um? Ich glaube, je präziser man versucht, sowas zu erzählen, desto reichhaltiger kann man es machen. Genau, und ich denke, wahrscheinlich die Schwierigkeit jetzt auch nochmal bei dem Film, dass du wahrscheinlich auf der Reise, auf der Recherche ja immer wieder nochmal auch neue Aspekte irgendwie dazu gewonnen hast und eben wahrscheinlich auch nochmal mit deinen eigenen Erinnerungen konfrontiert warst, weil wahrscheinlich ja einige Sachen du anders erinnerst, als du vielleicht vorgefunden hast oder ich weiß nicht, das ist ja auch nochmal so. Es war weniger, ehrlich gesagt, es war weniger meine Erinnerungen, sondern vielmehr war das die Neugier darauf, was passiert, wenn ich mit diesem Vorwurf, mit dieser Idee auf die Realität zugehe. Also, wenn ich Menschen auf dem Marktplatz in Chalon-sur-Saône beobachte und drehe, wenn ich Orte filme, in denen möglicherweise meine Mutter gelebt hat, oder vielleicht auch nicht, aber möglicherweise ja, weil ich ja einige Adressen habe. Was passiert? Was ist da jetzt? Und was kann ich da erzählen? Das ist ein Vorwurf, es ist ein Excuse, um dahin zu gehen, um eine Geschichte zu erzählen. Und sehr schön finde ich auch eben, dass du diese alten Fotos mitnimmst und dass du diese Fotos wieder an die Orte, also dass eben die Vergangenheit mit dem Heute irgendwie konfrontierst. Das finde ich auch eine sehr schöne, eine schöne Mittel des Filmes sozusagen, ja. Und vielleicht gibt es schon direkt Fragen aus dem Publikum. Ich soll es griechisch sagen. Ich habe in Innsbruck die Freude gehabt, es in deiner Originalsprache zu hören, argentinisch. Ich habe es in Hydra sehen dürfen und jetzt hier. Und ich bin froh, jetzt habe ich nochmal das ganz anders wahrnehmen können, weil ich mehr verstanden habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht doch eine persönliche Geschichte ist. Also irgendwo, glaube ich, ist es doch eine Verarbeitung auch deiner Geschichte, weil es deine Mutter ist. Das würde mich doch interessieren, auch wenn es eine Frau ist und eine Erzählung und eine kohärente Geschichte, das ist ja das, was wichtig ist für die Erinnerung. Mich würde trotzdem interessieren, was es mit dir gemacht hat. Ich sagte ja am Anfang, es ist eine persönliche Geschichte, es ist keine private Geschichte. Da mache ich den Unterschied, gell? Also
wenn jemand mich dann nach dem Film fragt, wie geht es dir jetzt? Ich habe keine Analyse mit dem Film gemacht. Ja? Meine Analyse habe ich viele, viele, viele Jahre her gemacht. Das ist hier nicht eine Analyse, das ist eine Reise in die Geschichte hinein, eine Reise, bei der ich auch unglaublich, wie kann ich sagen, froh war, dass ich dieses ganze Material erzählen kann. Es war ein Reichtum, den ich da hatte. Diese 8mm Filme waren ein Reichtum. Ich hatte die nicht alle angeschaut. Ich habe sie jetzt alle aus den Kisten rausgeholt und alle angeschaut, zuerst digitalisiert und angeschaut, weil die waren schon sehr brüchig. Und die Fotos natürlich hatte ich schon bewusst in meinem Kopf und die hatte ich auch schon früher benutzt. Ich habe die immer wieder benutzt. In allen meinen Filmen wirst du sehen, dass ein Album irgendwo vorkommt und irgendwo Fotos von Familien vorkommen. Wie gesagt, das ist eigentlich ein lebenslanges Thema, Geschichte der anderen, Geschichte insbesondere der Immigration. Was hat das bedeutet für Menschen, einen Ort zu verlassen und wo ganz anders dann etwas aufbauen müssen? Was hat das mit mir gemacht? Ich bin unglaublich froh, dass ich den Film gemacht habe, auf der Weise, wie wir es gemacht haben. Wir mussten immer wieder unterbrechen wegen der Pandemie. Aber die Arbeit mit Friedhof Feind, mit Johann Feind, dem Kameramann, war eines der schönsten Erlebnisse meiner Filmkarriere, weil er sagte, hast du was vorbereitet heute? Und ich habe gesagt, ja, ich habe Fotos mitgebracht. Und ja, aber was machen wir mit den Fotos? Dann habe ich gesagt, weiß ich auch noch nicht. Lass uns da hingehen an den Orten und dann gucken wir mal, was da ist. Und dann haben wir die Fotos rausgeholt, dann haben wir sie gehalten oder wir haben sie irgendwo hingesteckt. Am liebsten habe ich die Szenen, wo die Fotos im Sand stecken. Und so haben wir gespielt, auch gespielt, nachbauen, Geschichte nachbauen. Und das hat sehr viel Freude gemacht. Auch die Leute, die wir auf dem Weg gefunden haben, diese Französin, die Spanisch unterrichtet mit ihrer schönen weißen Katze, Chouchou. Ich meine, wo findet man Chouchou? Ne? Also solche Erlebnisse, das waren einfach fröhliche, schöne Ereignisse. Und das ist ein Trip, wenn du auf sowas losgehst. Klar, da gibt es die Basis, die Geschichte dieser Mutter und dieser Familie. Aber es gibt auch die Neugierde des Dokumentaristen, der Sachen findet, die... Es ist die sie Sachen findet, die sie nicht erwartet. Ja. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch die vielen Geschichten, die dann nicht mehr erzählt werden können oder wo eigentlich Sachen offen bleiben, wo man sich fragt, was ist aus der Person geworden? Und es ist klar, dass man das nicht in einem Film unterbringen kann, aber es gibt einem so viele Ideen und auch so viele so kleine Hinweise, wo man denkt, okay, das wäre auch nochmal schön, irgendwie da nochmal ein bisschen weiter zu gucken oder weiter zu erfahren. Also man hätte ja auch einen viel längeren Film machen können. Der ist ja lang genug. Aber ich meine, es gab Geschichten, die Geschichte von Tante Rina. Also es tut mir jetzt noch leid, dass ich die Geschichte nicht erzählt habe. Da war eine herrliche Geschichte noch zu erzählen, weil die Frau hat gelebt mit einem Sozialisten, und sie haben sich ihr Leben lang gesiezt, sodass die Familie nicht weiß, dass sie zusammenleben. Alle haben gewusst, dass sie zusammenleben. Aber wie sie das abgedeckt hat und so. Diese Geschichten dann auch noch zu erzählen, hätte mir Spaß gemacht. Aber das wäre ein unendlicher Film geworden. Und auf jeden Fall, man sollte immer die Kisten der Erinnerungen aufmachen, weil da sind die Schätze und das sind auch die Geschichten, die man erzählen kann, anhand dessen man was anderes erzählen kann. Ich habe das so als Hommage Ihrer Mutter
verstanden. Ist das so? Danke. Auch. Ja, auf jeden Fall. Doch, so kann man das sehr gut sehen, weil auch als ich das Plakat, ne, sehe hier oder in Thessaloniki oder in Mar del Plata im Festival oder wo der Film alles hingegangen ist, denke ich, toll, wo Malou alles hinreist. Und das macht mir Freude. Ja, es ist natürlich auch eine Hommage an eine Frau, die ich vielleicht im Leben nicht wirklich kennengelernt habe und versucht habe, jetzt besser kennenzulernen, auch über die Geschichten, die ich da aus dem Material erlebt habe. Da habe ich versucht, auch eine Annäherung. Das ganz sicher, ja. Also ich finde auch die Fotos von ihr, finde ich, also auch gerade diese Jugendfotos, die finde ich total faszinierend. Und man hat auch das Gefühl, dass sie auch eigentlich so sich selber allein schon in diesen Fotos erzählt. Und also dass die Fotos auch sehr, sehr viel von ihrer Persönlichkeit irgendwie da darstellen oder zeigen. Ja, es gibt auch so eine Ecke in den Fotos, sie lächelt immer. Und ich habe gedacht, wann finde ich ein Foto, wo sie nicht lächelt? Oder es gibt eines, wo sie ernsthaft guckt. Aber dieses Lächeln und dieses wirklich partout glücklich sein zu wollen, das hat mich immer sehr berührt. Ich dachte, was muss das für eine verdammte Anstrengung sein für eine Frau, so sehr zu versuchen, glücklich zu sein und alles gut zu finden und schön zu sein und so weiter. Eine unglaubliche Anstrengung sehe ich in dem Material, und das, auch das erzählt die Geschichte einer Frau wie vielen anderen, die sich extrem Mühe machen, wirklich glücklich zu sein und glücklich zu erscheinen. Ja? Ja, vielen Dank für den schönen Film. Was zu dieser Sinnlichkeit der Erzählung selbst beiträgt, finde ich sehr stark, die musikalische Untermalung. Also können Sie dazu was sagen? Also gerade diese sehr geräuschhaften musikalischen Klänge, die ja so einen Raum auch schaffen, in den man richtig eintauchen kann. Vielen Dank dafür. Werde ich weitergeben an den Komponisten. Floris Floridis hat die Musik, ist mein Lebensgefährte auch. Und er hat die Musik schon meiner letzten Filme gemacht. Und hier war es ganz klar, dass wir sehr minimalistisch arbeiten wollten. Und trotzdem eben eine Emotionalität bauen über die wunderbaren Klarinetten. Da gibt es diese mehrere Klarinetten, die da immer wieder vorkommen. Und das gibt dem Ganzen eine Textur. Auch die 5.0 Stereo, die Sie hören, macht sehr viel aus. Das ist eine sehr gute Vorführung hier. In anderen Vorführungen werden Sie das nicht so gehört haben, weil hier ist es alles da. Ne? Und dann hatte ich gefunden ein Buch mit diesen ganzen französischen Liedern. Nicht? Da, 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 da. Das sind alles alte Kinderlieder, also französische Kinderlieder. Und die haben wir gespielt zuerst, und dann haben wir sie ineinander gewurschtelt. Und am Ende finde ich das auch besonders schön bei den Titeln, als er diese ganzen Melodien ineinander verschachtelt und kaputt macht, aber gleichzeitig hervorhebt. Das ist eine tolle Arbeit. Er wollte viel schärfere Musik irgendwo reintun, aber ich wollte eigentlich diese Ton behalten, den wir dann haben. Es ist auch, wie Sie sagen, nicht nur Musik, es ist auch Geräusch. Und wir haben eine Entscheidung getroffen, sehr wenige Live-Geräusche. Normalerweise, wenn Sie so auf der Straße drin, hören Sie die Autos, Sie hören
alles mögliche andere. Das haben wir alles sehr zurückgenommen. Manchmal, wenn ein Auto wirklich vor der Kamera vorbeigegangen ist und mir der Mischmeister sagte, das geht nicht, Janine, wir müssen was hören, weil ich wollte eigentlich nichts hören, ich wollte das alles in einem Nichts von Sound und der Sound nur über die Musik bringen. Dann haben wir doch ein paar Sachen reingegeben. Das ist die Arbeit dann am Film, was ich gerade erzähle, was ja auch viel Freude macht. Aber ich glaube, dass diese Mischung sehr, sehr gut gelungen ist. Auch ein paar sehr geheimnisvolle Sachen, die Floris gemacht hat. Am Anfang, wenn sie die Baumwurzeln sehen, macht es... Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Er hat da elektronisch etwas gemacht, ja? Und ich sagte, du, mach das weg. Das sagte, nein, das bleibt. Das bleibt. Und das kommt wieder vor. Das kommt wieder vor in dem letzten Haus von Malou. Keine Ahnung. Also, aber es funktioniert. Also brauche ich nicht zu verstehen, was es ist. Das ist interessant. Das ist sehr spannend, was er da gemacht hat. Und das ist so das Großartige, wenn man so mit kreativen Leuten zusammenarbeitet, in so einem kleinen Team. Also die Bilder von Johann Feinpan brauche ich nicht kommentieren. Aber auch der Schnitt von Vasso Floridi ist einfach es war so viel Material. Wir sind beinahe unter Wasser gewesen mit diesem vielen, vielen Material. Und wir mussten dem Ganzen eine Form geben. So ein Film entsteht hauptsächlich am Tisch, ne? Und Vasso hat eine großartige Arbeit geleistet, mir geholfen, auch mich von Dingen zu trennen und auch Dinge zusammenzubringen, nicht dass das übers Wasser und so weiter. Es war eine tolle Arbeit mit diesen Menschen. Das ist das Schöne am Filme machen. Ja, vielen Dank auch, war sehr bewegend. Ich habe irgendwie gedacht, also mir hat es dann plötzlich eingeleuchtet, dass der Film eine Frau hieß, weil ja das eine Geschichte ist von einer Frau, die eigentlich ihren Status verliert in dem Moment, wo der Mann sich von ihr trennt. Und es gibt ja diese Geschichte, wo man zuerst überhaupt nicht versteht, wieso erzählen sie das mit diesen Konkubinen von Henri IV. Und dann plötzlich habe ich gedacht, das ist die Verbindung. Und das, und plötzlich leuchtete mir der Titel Eine Frau dann auch sehr ein. Das hat Ihnen nicht eingeleuchtet, warum ich die Geschichte von Henri IV... Als es kam, hat es mir zuerst nicht eingeleuchtet. Und dann plötzlich hat sich das verknüpft. Ja, mit dieser Geschichte, des Verlassenseins und dass sie dann eigentlich was dann irgendwie so etwas krampfhaft wird, dieses Lächeln. Ja, es wird ja dann unendlich traurig und das ist eine Geschichte eines nicht nur sozialen, sondern auch eines psychischen Abstiegs, wo sie irgendwie den Halt verliert und das passiert in dem Moment, wo sie nicht mehr gewollt ist. Und das hat sich für mich, und dann habe ich plötzlich verstanden, warum sie da die Konkubinen vom Henri IV auch drin hatten. Ja, und es war tatsächlich so, dass ich in Google den Namen meiner Mutter reingegeben habe und dann kamen diese Konkubinen raus. Und vielleicht war eine Châtelaine, ja, von Château Châtelaine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir das damals aufgeschrieben, diese Geschichte der Konkubinen, ohne zu wissen, wozu ich das gebrauchen werde. Ich hatte keine Ahnung. Und plötzlich hatten wir diese bekloppte Aufnahme von dieser Maschine, die da Gras schneidet. Und ich dachte, was ist das eigentlich? Ich weiß nicht genau. Aber es ist toll. Es ist wunderbar. Und da passt es Henri IV. Also, und die Konkubinen, es passt überhaupt nicht. Aber es ist richtig, so zu erzählen, weil es mir Spaß macht. Und weil ich glaube, dass diese Form von Anarchie des Erzählens gut ist, auch gut ist für den Film. Ich wollte noch anmerken, dass möglicherweise es nicht bekannt ist, in Argentinien gab es seinerzeit keine Scheidung, es gab nur die Separación de Bienes y Cuerpos, also die Trennung quasi. Entschuldigung. Ich wollte noch erwähnen, möglicherweise ist es nicht bekannt, in Argentinien gab es seinerzeit nur eine Trennung von Gütern, de Bienes,
y de cuerpos. Und das war der Hintergrund, weshalb, weil es keine Scheidung gab, die nicht, oder vielmehr, es gab Trennungen und alles andere waren quasi unehrliche Partnerschaften, also Konkubinen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, worauf Sie hinaus wollten. Danke. Ja, das ist richtig. Das sieht man ja an diesen chaotischen Papieren, die ich teilweise zeige, ne? Wo die einen wieder heiraten, aber eigentlich nicht heiraten können, aber sie heiraten. Oder haben sie geheiratet? In Mexiko, in was weiß ich wo sie nie waren. Und das Gleiche für den Vater, der auch eine andere Frau geheiratet hat, obwohl er nicht heiraten konnte, weil er ja nicht geschieden war, weil es keine Scheidung gab, etc. Also alles Luftschlösser, alles irgendwie nicht wirklich real. Und doch haben sie so gelebt. Ja? Das ist auch noch eine andere Geschichte, die war kompliziert zu erzählen. Das ist mir nicht ganz gelungen, zu erzählen, was das alles bedeutet. Das Einzige, worauf ich hinaus wollte, ist, weil sie Labarthe geheiratet hat, ohne ihn wirklich geheiratet zu haben oder ohne, dass das legal war, hat sie keine Pension bekommen, als er starb. Das war wichtig, weil sie hatte nicht einmal die Pension dieses Mannes. Aber dass er ihr dann keinen Unterhalt gezahlt hat, das konnte man darüber nicht auch. Also wenn man sich auch fragt, wenn sie noch verheiratet sind, wäre er nicht verpflichtet, irgendwie sie zu unterstützen? Ja, es gab ja auch eine Unterstützung, aber sie war sehr minimal. Mhm. Es gab eine Unterstützung, aber ja. Mhm. Genau, und, was ich noch auch, weil genau nach der Trennung irgendwie, klar, sie verliert ihren Status, aber was ich mich so ein bisschen gewundert hat, weil sie wirkt ja eigentlich wie eine sehr selbstbewusste Frau und auch dann kommt ja auch der Satz, dass sie sich vieles selber beigebracht hat und eigentlich hat man ja das Gefühl, dass sie eigentlich so die ganze Zeit, auch bevor sie ihren Vater kennengelernt, eigentlich ihr Leben sehr gut gemeistert hat und dann ist es doch ein bisschen, wundert man sich manchmal ein bisschen, dass es sie dann, klar, natürlich, sie verliert ihren Status, aber man denkt irgendwann an einem Punkt, denkt man sich, ah, vielleicht hätte sie es doch auch irgendwie meistern können, weil sie ja eben doch eine starke Persönlichkeit gewirkt hat. Aber gut, das ist immer schwierig zu. Ja. Danke, Sabine, dass ihr da wart. Danke euch. Danke euch. Passt auf. Jetzt, entschuldige, ja, gut, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber das ist meine Schwägerin und sie muss nach Hause. Ja, das ist, das kann ich auch nicht beantworten, weil ich das nicht weiß. Ich muss es so stehen lassen, wie es ist, weil ich nicht weiß, an welche Stelle hat sie die Kraft verloren oder an welche Stelle hat sie die Kraft nicht dazu benutzt, sich zu wehren, sondern für was anderes, ich weiß es nicht. Sie hat ja getrunken, wie wir sehen in dem Film. Und ich weiß nicht, inwieweit auch das dazu geführt hat, dass sie letztlich nicht mehr gekämpft hat. Ich weiß es nicht. Sie hat ja auch viel gekämpft, weil das sieht man ja auch an den Schriften, ganzen Schriftwechsel und irgendwie den Verklagungen gekämpft. Aber es war zu spät. Es war zu spät. Mhm. Aber auch, ich meine, da geht es immer wieder darum, wann gibt eine Frau oder ein Mann auf, die Möglichkeit, selbstständig sich zu ernähren, selbstständig zu sein, ja? Und wie gefährlich ist das für den Menschen? Das hat mich auch interessiert, weil das ist etwas, was ich an ihr sehe und oft sich in Paaren ergibt. Und das, darüber muss man nachdenken. Was bedeutet es, wenn man sich völlig in die Abhängigkeit von jemand anderes begibt und nicht mehr selbst für sich selbst zuständig ist, ne? Und es war natürlich auch aus der Zeit irgendwie, und weil damals war es auch wahrscheinlich eben auch, man konnte sie nicht trennen. Es waren viele Faktoren, die das sozusagen auch nochmal erschwert haben. Ja. Ja, und wenn ich eine Geschichte erzähle von einer Frau, die in Frankreich geboren ist, die dann einen deutschen Juden heiratet, die mit ihm ins Exil geht und so, wer würde denken, dass dieser Mann diese Frau mit zwei Kindern
verlässt. Also das ist etwas, was man nicht denkt tatsächlich, was man nicht glaubt. Und wahrscheinlich hat sie es selbst nicht geglaubt. Bis zuletzt wahrscheinlich nicht geglaubt. Ja, gut, ja. Vielen Dank, dass Sie so geduldig waren. Und ich wünsche euch alles Gute. Genau, und wir sind im Moment draußen und gehen vielleicht draußen. Noch irgendwas trinken. Genau, ja.